Ja, hallo, da bin ich wieder und herzlich willkommen zu dem Let's Play Gothic 1. Ich habe gerade mir noch ein paar Videos angeguckt. Ein Speedrun hatte einer hochgeladen. Irgendwie in 5 Minuten 56 ist er hier durch das ganze Spiel geglitscht, sage ich mal echt. Er hat mehr Bugs benutzt, als dass er normal gelaufen ist. Hat mir da was abgeguckt, ey. Da war ich echt sehr, sehr überrascht, dass das echt geht. Und zwar, Moment, ich mach das mal. Das hier. Ey, ich habe jetzt echt das normale Spiel wieder gestartet. Und man kann echt fliegen. Das ist ja so behindert, ne? Ohne Spaß, dass das geht. Guckt euch das mal an. Man kann ja mit echt... Okay. Geht wohl doch nicht immer perfekt. Aber... Das ist ja mal stark behindert, oder? Ja, guckt euch das doch mal an. Wie kann man denn so einen Bug verursachen? Das ist ja total behindert. Falls ihr wissen wollt, wie das geht. Also, Moment. So, ihr springt halt ganz normal und habt halt keine Karte im Inventar. Und wenn ihr dann immer auf M drückt, dann springt er nochmal auf neue. Da muss man wahrscheinlich irgendwie in richtigen Abständen drücken. Man darf nicht zu spät drücken, glaube ich. Ah, dann macht er so eine Landung auf jeden Fall. Ah, guckt euch das doch mal an, das ist doch echt... Also, ich kann jetzt schon gar nicht mehr garantieren, dass ich den Bug nicht benutzen werde. Also ich meine, glaube ich, in manchen Situationen ist der bestimmt richtig useful, ey, ohne Spaß. Finde ich witzig. Was denn, wenn ich jetzt den hier mache? Naja, es geht leider nicht. Das wäre ja dann würde ich ja wesentlich schneller unterwegs sein. Wenn ich gedrückt halte, dann macht er den hier. Auch nicht schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt oben in der Luft bin... Ja, ich muss gerade mal ein bisschen ausprobieren, ey. Ohne Spaß, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wenn ich jetzt gedrückt halte, komme ich ganz langsam wieder runter. Ja, gut zu wissen. Naja, nochmal willkommen zurück, ne? Eigentlich wollte ich ja gerade aufhören... Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich das Spiel zerstört mit dem Bug. Eigentlich wollte ich ja gerade aufhören, aber hab gedacht, komm, nimmst du doch nochmal eine Session auf. War was futtern und so und danach, ja, nun bin ich wieder hier. Gothic hat mich zurückgeholt. So, hat meine Fliege hier auch. Also, ich möchte, dass ihr jetzt nicht denkt, dass ich hier am Rumhacken bin oder so, und das ist echt ein Bug. Ihr könnt es ja selber ausprobieren. Ich benutze die 108J-Version und wenn ihr keine Karte mehr mit habt, dann könnt ihr echt so, guck mal, das ist ganz simpel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Kann man hier durch... Ich meine, es ist jetzt... Es ist nützlich in manchen Situationen, wenn man irgendwo zum Beispiel irgendwo drankommen muss oder irgendwo hochklettern muss und keine Muße hat, jetzt sich da irgendwie hochzugimpen. Aber trotzdem, ey. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel übelst den Falldamage fahren würde und runterfall, dann mache ich einfach einmal M. Oder gedrückt halten am besten. Und dann lande ich ja wieder ganz sanft. Wie behindert, ey. Ich habe mich gerade so amüsiert über die Scheiße. Also, ich habe es jetzt jetzt gerade erst ausprobiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so auf Anhieb tatsächlich so gut funktioniert. Ja, sorry, da muss ich jetzt echt nochmal ein bisschen verfeinern hier, ey. Kann ich jetzt... Oh, ah, guck, kein Schaden gefahren. Das geht echt. Das ist... Boah Gott, ich muss die Finger davon lassen. Das ist ja echt schon... Schon jetzt eine Schwierigkeit, das nicht zu benutzen. Weil es gibt ja den sogenannten Marvin-Mode, den jeder kennt. Also jeder kennen sollte. Das ist dieser, ja, ich sag mal, Entwickler. Also dieses... Ah, damit kann man auf jeden Fall cheaten. Ich glaube, das wurde von den Entwicklern irgendwie reingehauen, damit die nochmal im Nachhinein hier Bugfixing benutzen können, als das Spiel in der Beta so gesagt war. Bei denen in der Bude. Und deswegen kommt man, glaube ich, auch so leicht einfach in dieses Cheat-Programm rein. Also wenn man Marvin-Mode eingibt. Aber ich will da natürlich ohne Cheats durchspielen. Und genau das will ich, dass ihr das wisst. Das hier ist jetzt echt nicht... Ich habe jetzt hier nicht irgendwie gehackt. Ihr seht, das ist noch alles ganz legitim. Wenn ich jetzt... Ich drücke jetzt auf K. Okay, seht jetzt nicht. Aber ich meine, ich fliege jetzt hier auch nicht durch die Welt. Aber ich kann tatsächlich mit... Das ist ein Bug. Das funktioniert. Probiert es aus, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ich habe es nicht gewusst. Ich spiele das Spiel schon so lange und ich habe es nicht gewusst. Ich kenne hier sämtliche Tricks eigentlich. Aber ich habe nicht gewusst, dass man so durch die Map glitschen kann. Habe ich mir im Video angeguckt, dass wenn man sich jetzt hier in so eine Kante reinstellt... nee, das versuche ich jetzt lieber gar nicht. Wobei, ich kann ja mal vorher speichern einfach. Jetzt bin ich echt neugierig, tut mir leid. Aber das interessiert mich ja jetzt nun mal. Ja, er hat sich halt durch die Decken geglitscht, so dass er dann auf einmal im Schwarzen war. Ah ja, da hat er gesagt, da hat er, glaube ich, einen anderen Mod für benutzt. Irgendwie einen K-Mod oder so, keine Ahnung. Also habe ich mir durch den Comments durchgelesen, natürlich. Ich bin ja jetzt nicht selber drauf gekommen.
Ich habe mir das echt geklaut jetzt gerade, die Information, dass man hier so einen Schund machen kann. Ah, schon. Es geht allerdings aber nur angeblich, wenn man keine Karte im... Oh Gott, oh Gott. Huch. Wenn man keine Karte im Inventar hat. Und ich habe zwar eine Karte, aber ich habe die noch nicht geöffnet. Deswegen kann ich sie noch nicht auf M starten. Ah, ist das schon echt... Das ist ja... stark unfair. Komm, Challenge accepted, ey. Ich will jetzt über die Mauer fliegen. Ist gar nicht so leicht, überhaupt an Höhe zu gewinnen. Na. Es geht halt echt, wenn man so Longjump versucht und dann sich nicht schlüssig ist, ob man es schafft, dann kannst du einfach das hier nochmal reinhauen. Aber das sollte man auch echt vorher machen, weil diese Tastenkombination, das ist echt nicht leicht, ey. Ich hab's gerade fast geschafft. Na. Oh mein Gott, wie lächerlich das aussieht, ne? Oh, ja. Jawohl, ich bin drüber. Ich glaube, wenn ich hier um... Oh, oh. Ah, passt auf. Jetzt versuche ich nochmal einfach gedrückt zu halten. Oh, hey, du. Was? Es ist eine... Nein, ich will kein Geld von dir. Ach, wir sehen uns. Doch, ich will Geld von dir. Du kriegst aber nicht Geld von mir, so war das. An der Geschichte muss ach yo, ich sollte ja irgendwie Level mich leveln, ne? Auf Level 5. So war das, so war mal verfahren. Sonst konnte ich mich noch nicht hier in dem Lager bewerben. Ich guck mal kurz, wie das mit dem Bogen aussieht. Da war doch irgendwas mit benötigt Geschicklichkeit 20 und das macht 40 Schaden. Dann gehen wir jetzt einfach mal zu San Diego. Kannst du mir was beibringen? Kannst. Ja. Halt die Fresse und wir nehmen einfach mal nochmal 5 Geschicklichkeit, also 10 Geschicklichkeit insgesamt dazu. Dann komm bald wieder. Schnauze, ich hab keinen. Mach's gut. So, und jetzt. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Ah, jetzt kann ich den Babobogen benutzen. Habe ich denn überhaupt Pfeile dafür? 59 Stück, das reicht doch. Kann ich als Scavenger jagen gehen? Oh mein Gott, sorry, ich muss mich echt zusammenreißen. Ihr sieht halt auch arg witzig aus. So, dann machen wir jetzt einfach nochmal eine Runde um das Lager hier und ballern alle Scavenger ab, die wir finden. Und überhaupt alles am besten abballern, was wir finden. Und dann geht das schon ganz gut. Ich habe früher mal noch einen Bug gefunden, dass wenn man auf dieser Linie hier rumspringt, dass man irgendwann in die Luft katapultiert wird. Na, da war es fast. Das habe ich früher immer gemacht. Guck mal, siehst du ja jetzt, aimt er den automatisch an und ich schieße. Und schieße daneben natürlich. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also auf der Distanz dürfte er eigentlich treffen. Oha, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ja, das ist dann doch eine Nummer zu viel für mich. Wobei ja eigentlich nicht, ey. Aber die habt ihr ja. Oh, ist das laut. Ist das laut. Igitt, ist das eklig. So, jetzt nehmen wir den Scavenger hier uns nochmal zur Brust. Bleib stehen. Boah, alter, Bogenschießen ist doch so eklig. Hat ihn auch gar nicht gejuckt, dass ich ihn... Ach komm, ich verfahre doch lieber wieder Hey, loot den. Mit meiner Keule hier. Damit habe ich bessere Erfahrung. Einfach hinspringen. Überziehen. GG sagen. Die 2 Keulen nehmen. Ja, so einfach geht das. Ach nein, ich wollte gar nicht einen Bogen rausnehmen. Ich wollte das Fleisch haben. Aber im Prinzip ist ein Bogen schon ganz gut, weil man sieht auf Distanz schon einen Gegner. Also wenn man mal echt mal blind ist. Und, also blind in Anführungszeichen, dass man einen Gegner übersieht. Und man springt hier so rum. Dann werden die einen so mit Namen schon direkt angezeigt. Also das ist schon echt ganz klasse. Gucken wir gleich mal, machen wir gleich mal hier Probe auf Example. Den Varanen haben wir hier auch schon gelegt gehabt, glaube ich, ne? Ach, für alle, die es noch nicht wissen, wenn man in den Himmel guckt und es sind Sterne, dann steht da der Name eines Clans, glaube ich, oder so. Da, KSO. Das dürft ihr sehen, jetzt genau da, wo mein Kopf ist, da drüber, KSO. Findet ihr aber auch mehrmals. Also, KSO ist hier überall irgendwo.
Da ist nochmal KSO über meinem Kopf jetzt. Ja, auf dem Kopf jetzt halt, aber... Ich hab's jetzt zweimal schon gesehen. Ah, da ist nochmal KSO. Da hinten ist auch nochmal KSO, jetzt auch direkt über meinem Kopf drüber. Bisschen weiter entfernt. Aber es ist auch da. Das sind so kleine Easter Eggs halt, ne? Die gibt's in Gothic 2 übrigens, gibt's da wesentlich mehr. Ich würde mal sagen, dass ich bei Gothic 2 auch, wenn wir da ganz ziemlich am Ende sind oder wenn wir schon durch sind oder so, dass ich dann nochmal mich ein bisschen herumglitschen werde und das nochmal alles zeigen werde. Gibt's zum Beispiel in Add-on Nacht des Raben noch ein witziges Easter Egg. Ja, am Bogen ist doch schon ganz entspannt. Aber ich kenne jetzt mehr Easter Eggs, fallen mir jetzt gerade ja auch nicht ein. Halt dieses KSO im Himmel. Ja, das war's eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob das hier ein Easter Egg sein soll. Dieses eklige Springen. Ich glaube, das ist echt ein Bug irgendwie. Ich meine, man ist ja auch schweinelangsam dadurch. Das lohnt sich ja im Prinzip auch gar nicht. Wo komme ich denn hier lang? Da ist ein Wolf. Ja, mit Wölfen lege ich mich, obwohl doch, den haben wir doch gerade auch schon gehabt, ne? Aber da sind zwei Wölfe, da habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Ich würde mal sagen, da wo wir angefangen haben, da sind wir so einen Berg runtergegangen und daneben war eine kleine Insel. Da werden wir uns jetzt nochmal übersehen. Oh, da war's! Was war das denn? Ich habe jetzt echt gar nichts gedrückt. Ich wusste nicht, dass man da stirbt. Spielan, wo haben wir denn gespeichert? Oh, bestimmt am Arsch der Welt. Oh Mann. Das ist, wenn man auf diesen Kanten rumhüpft. Ernsthaft? Ah ne, genau, hier habe ich ja gerade gespeichert, kurz bevor ich da in die Wand rein wollte. Na gut, ist jetzt natürlich ärgerlich. Wir haben ja bislang nur 4 Scavenger gekillt. Also, das Spiel ist schon echt noch sehr verbuggt, muss ich sagen. Und das ist ja schon in der... Ich habe jetzt vorhin gesehen, dass ich die 1.08J-Version habe. Das ist auch die neueste, soweit ich weiß. Und dass die Scheiße sowas von derb verbuggt ist, hätte ich ja nur echt nicht gedacht, aber... Wie ihr seht, ist es so. Guck mal. Naja, ich will es nicht nochmal provozieren. Also auf diesen Kanten auf jeden Fall, die man hier sieht. Einfach mal durchrennen durch die Horde hier. Na, läuft bei mir. Hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich mich jetzt abfangen können, indem ich den Sprung da mache. Aber das ging für mich alles viel zu schnell. Muss ich echt sagen. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich provoziere es jetzt doch noch einfach mal. Na komm, spring nochmal in die Luft, so eklig. Da sieht man auch diese Naht, so gesagt, an der Kante, da wo die zwei Maps... Ah, diese Kanten einfach zusammengetackert, wonach ich habe keinen Bock mehr. Das Spiel ist einfach echt so buggy, aber es macht halt, es ist einfach ein Kultspiel und es ist geil. Jeder, der was anderes behauptet, ist einfach ein Lügner. Dem unterstelle ich das Lügen, weil das Spiel hammergeil ist. Wo ist mein Bogen hin? Oh, da war was. Stimmt, ich habe ja Bogen gelernt. Das muss ich auch noch schnell machen. Los. Einfach auf den Waren. Gleiche, machen wir die Löcher. Was? Oh, Junge, wer hat denn hier geschossen, ey? Ach, da hockt einer. Ach, yo, stimmt, ich erinnere mich. Erstmal ein paar Coin snacken, ey. Kann man das jetzt auch gedrückt halten? Yo. Das ist auch ganz chillig. Erstmal die Coin snacken. Um wieder Leben aufzutanken. Und deswegen immer speichern. Immer speichern. Egal was ihr tut, immer speichern. So, der labert mich jetzt an. Du willst nicht da lang gehen, Pablo. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Badum. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen.
Ja. Kleinholz. Ach, das war nicht Pablo, sondern Pacho. Oh, 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 ah ne, den habe ich ja schon getötet gehabt. Also wie gesagt, KSO im Himmel. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, das wäre ein Clan gewesen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Kann auch sein, dass das irgendwie diese Community war, die das hier, das Spiel überhaupt erfunden hat. Keine Ahnung. Ich kann ja nachher nochmal für euch googeln, werde ich sowieso tun. Und werde es dann in der nächsten Session nochmal zum Besten geben. Woran es jetzt genau, also was das genau zu bedeuten hat. Hier sind auch wieder so eklige Kanten. Da muss es eigentlich richtig gut gehen.